Nächster Redner ist jetzt von den NEOS, Yannick Schetti. Herr Staatssekretär, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, mein Kollege Michi Bernhard hat es ja schon ausgeführt, dass wir durchaus der Meinung sind, dass in der UG 43, also im Klimateil dieser Untergliederung, durchaus einige lobenswerte Punkte sind. Aber unterm Strich, und ich glaube, das sehen ja auch viele Abgeordnete der Grünen so, wird das nicht ausreichen, um die für Österreich runtergebrochenen Klimaziele zu erreichen. Fördermittel sind gut, der Bahnausbau ist gut, aber wir werden diese Klimakrise nicht wegfördern können. Es wird ambitionierte strukturelle Reformen benötigen, bei der Mobilität, im Steuersystem, aber vor allem auch im Fördersystem. Mit einer klaren, liberalen Ordnungspolitik, aber immer mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Diese besondere Tragödie beim Fördern ist ja, dass wir nicht das Gute zu wenig fördern. Jeder Cent mehr bei der thermischen Sanierung, der macht natürlich Sinn. Das Problem ist, dass wir immer noch Milliarden für umweltschädliche Fossilförderungen ausgeben. Also eigentlich nichts anderes als Fossilsozialismus. Sprich, wir geben Milliarden an Steuergeld aus, um Umwelt und Klima zu schädigen und müssen dann uns die Selbsthuldigung der Regierungen anhören, dass wir Millionen Steuergeld auf der anderen Seite wieder ausgeben. Das ist doch vollkommen absurd. Und gerade die abgefeierte CO2-Besteuerung, eine zusätzliche Steuer ohne jeglichen Lenkungseffekt, also das Schlechteste aus beiden Welten, verpufft im Vergleich mit den Fossilförderungen. Ich möchte Ihnen das nochmal hier zeigen. Wir geben 4,7 Milliarden Euro aus pro Jahr auf Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstituts für Fossilförderungen und nehmen im nächsten Jahr 0,5 Milliarden Euro ein durch eine neue Steuer, die überhaupt keinen Lenkungseffekt hat. Das war nicht der Deal, liebe Grüne. Und diese angesprochenen Fossilförderungen, also umweltschädliche Subventionen, die beruhen auf Schätzungen von Wirtschaftsforschungsinstituten, aber es gibt immer noch keine offizielle Studie, obwohl das von der Frau Ministerin schon so lange versprochen ist. Und das wollen wir nicht weiter so akzeptieren. Auch eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung auf eine Anfrage der Kollegin Julia Herr hat ergeben, dass man noch nicht mal begonnen hat, diese Studie in Auftrag zu geben. Und deshalb bringe ich einen Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Yannick Schetti, Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem BMF und entsprechend des Nationalratsbeschlusses Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimavolksbegehren 503 UEA des 26.03.2021 einen konkreten und verbindlichen Fahrplan zur vollständigen Abschaffung oder Ökologisierung aller direkt bzw. indirekt klima- und umweltschädlichen Subventionen auf Bundes- und Landesebene bis 01.02.2022 vorzulegen. Und was in diesem Budget auch noch tragisch ist, ist, wie geizig wir wieder mal bei der internationalen Klimahilfe sind. Ich glaube, die Kollegin Herr und Kollegin Hammer, die auch bei der Klimakonferenz waren, können das bestätigen, wie erbärmlich wir hier im internationalen Vergleich sind, vor allem im europäischen Vergleich sind. Gut, dass wir jetzt eine Erhöhung für das übernächste Jahr für den Green Climate Fund sozusagen durchringen konnten, aber auch das ist im internationalen Vergleich immer noch bescheidenst. Wenn es aber darum geht, den ärmsten Ländern dabei zu helfen, sich an den Klimawandel anzupassen, liebe ÖVP, das ist diese Hilfe vor Ort, von der Sie immer sprechen, sind wir extrem geizig. Ich habe hier noch einen Vergleich für Sie, welche Länder wie viel in den UN Adaptation Fund eingezahlt haben in den letzten 10 Jahren. Sie sehen hier Österreich im Vergleich zur Schweiz, zu Finnland und zur Hauptstadtregion Brüssel. Die Hauptstadtregion Brüssel hat mehr als 5 Millionen Euro in den letzten 10 Jahren eingezahlt, Österreich eine knappe Million. Und Ziel dieses UN Adaptation Funds ist es eben auch, durch Hilfe vor Ort Klimamigration zu verhindern. Das alleine sollte Sie doch motivieren, dass die Republik Österreich hier endlich einen der Wirtschaftskraft entsprechenden Beitrag leistet. Und deswegen bringe ich noch einen zweiten Entschließungsantrag ein. Der Abgeordneten Yannick Schetti, Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert, im Budget 2022 Mittel für eine Unterstützungszahlung an den UNFCCC Adaptation Fund bereitzustellen, welche deutlich über die 2013 einmalig geleistete Zahlung hinausgehen. Greta Thunberg hat in Glasgow gesagt, weniger bla bla bla, more action now. Das war auch an Sie adressiert. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen. Beide Entschließungsanträge sind ordnungsgemäß eingebracht und stehen somit auch verhandelt.